So, hallo Leute, viele haben sich, ein paar haben sich gewünscht, dass wir Daisy spielen. Da sind der Andy und ich wieder im Shinnok. Servus. Und wir holen gerade unseren Truck ab. Ich aber nicht ganz genau weiß, wo der steht. Und wer hat den Schlüssel zu dem? Den habe ich. Aber, der Truck ist weg. Geil. Ach, holen wir halt nicht so wie. Der sollte eigentlich, sollte der hier stehen. Ein Hubschrauber ist keine Waffe, mit der ich was anfangen könnte. Ich habe mal ein paar DMR-Max reingetan. Scrap Metal ist in der Box. Wir müssen auf jeden Fall nochmal auf Waffensuche gehen. Obwohl, ich habe ein SUV, glaube ich, noch eine MK17 Sniper SD. Werde ich mit die mal nehmen. Ich habe auch noch einen im Rucksack, so ist es nicht. Ich habe das Wichtigste aus dem Shinnok rausgenommen, bevor ich mich ausgelockt habe. Falls doch einer klauen sollte. Ah, den SUV hat's abgeschlossen, das mal, wa? Ja, ja, natürlich. Ich dachte, dass der auf. Ne, warte mal, der auf Vorderstand ist noch nicht da. Aber der wird gelockt sein, wenn der da steht. Wenn er nicht gelockt ist, wird nichts drin sein. Ja, weißt du, wo ich meinen Shinnok geparkt habe? Komplett am Rand der Map, in einem Wald drin, aber echt in der kleinsten Lichtung, die es gibt für den Shinnok. Ich habe fast eine Viertelstunde gebraucht zum Einfädeln. Ja. Aber dadurch, dass er so schön grün ist, hast du den keinen Meter gesehen. Die Bank ist auch gar nicht mehr da. Hier, wo ich bin, sollte eigentlich die Bank stehen. Ja, stimmt, hast recht. Ich bin Marker auf. Haben wir unseren SUV kaputt gemacht? Das ist aber ärgerlich. Ja, ich glaube nicht. Die Bank ist ja auch nicht da. Warte, lass mal woanders landen, nicht da, wo das Gebäude stand, lass mal hingehen. Vielleicht ist es ja aus irgendwelchen Servergründen gerade nicht da. Nee, der wäre weg. Also ich habe den nicht direkt an der Bank geparkt, ich habe den hier in den, zwischen den Gebäuden geparkt. Achso. Weil der wäre sichtbar gewesen. Also ich glaube, Admin-Kollege hat ihn weggelöscht, weil er dort im Weg steht. Das ist natürlich ziemlich scheiße gelaufen. Naja. Und du? Ja, einen neuen LKW für dich kaufen. Für uns. Ich habe nur 81.000 auf der Bank. Was kostet ein Ural? 40.000, also Ural 20, aber MTVR 80 oder so oder 30. Was aber ist das, du ist auf kein der Bank? Problem. Ich habe noch 160k auf der Bank. Aber lass erst mal gleich schnell. Ach ne, komm, erst zur Bank und dann verkaufen. Du willst den Shinnok verkaufen oder die Waffen? Und die Sachen, die drin sind. Die Waffen und Sachen, die ich hier drin habe. Ja, das sind wohl, wenn wir erst zur Bank gehen. Ich glaube, das ist ein Instrument in unserem Flugzeug, spielt verrückt. Die Nadel dreht sich entweder im Kreis oder pendelt immer zwischen den Zahlen, ganz komisch, und hinterher sogar im Bereich, wo keine Zahl steht. Könnte auch einfach an meinem Flugstil liegen. Glaube ich nicht. Schon mal ein Autogyro geflogen? Ist das dieser kleine? Das ist, was, das ist so ein Leichtbauflugzeug. Na genau, meine ich. Ja, aber nicht der Mozzi, sondern der halt zwar auch einen Propeller oben drauf hat, aber kein Dings. Der
startet halt wie ein Flugzeug auf einer Landebahn bzw. auf einer Start- und Landebahn. Ja, ja, den kenne ich. Der direkt Cockpit, den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das ist der Mozzi. Kleine. Also ich habe ihn bei Mutter schon mal gesehen, aber persönlich hatte ich ihn nicht. Ne, mir sind, ist nämlich ein Autobüro aufgefallen auf dem Weg hierher. Also viel Geld nehme ich mir mit. 65.000. Ja, ja, ich hole 100.000. Ah, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Die erstmal eine Bloodpack geben. Schöne Humanity absagen. Ah ja, mach ruhig. Na, ich will gleich einen neuen Safe kaufen. Letzten haben sie mir ja geklaut, die Penner. Ich bin mal kurz an den Rucksack. Ah, hast du gar nichts mehr drin. Doch, du kannst nur nicht hier auf meinen Rucksack zugreifen. Achso, wir könnten uns glatt wieder als Freunde attacken. Warte, ich lade dich mal ein. Oh, Moment. Ich hab dich auch als Friendly getaggt. Vielleicht komme ich ja dann an den Rucksack. Ne, erst muss ich dich als Friendly taggen. Ja, jetzt geht's. Ich nehme mal die MK17 Sniper SD. Jo. Dankeschön. Oh, jo. So. Geil. Ich hocke hinten drinne und das MG bewegt sich einfach zwischen meinen Beinen hin und her. Jetzt sieht's aus wie mein Schwanz in der unten Platz. Und dann wundere ja, ich mich, dass Schule abends endlich pennen kann, obwohl der Kaffee mich eigentlich gar nicht so wach macht. Ja, das liegt aber, ich meine, es ist erwiesen, Studie, dass Kaffee zwischen der und der Zeit fast gar keine Wirkung hat, beziehungsweise nur eine geringfügige Wirkung. Die Nacht muss ich auf jeden Fall noch pennen, aber ich habe nur total früh keinen Kaffee. Ich will mich auch leer machen. Die hält dich nicht wach. Gestern war es auch nur eine Kanne, aber es kann auch sein, dass wegen Vollmond wach war, weil wenn Vollmond ist, da kann ich nur ganz schlecht schlafen. Boah, wenn Vollmond ist, kann ich nur super pennen. Ich habe das gleiche Problem wie meine Mutter, da kriegt das nämlich auch nicht mehr bei Vollmond zu pennen, richtig gut. Aber meine Mutter hat ja allgemein auch sehr richtig geschlafen. Ich will nicht, was der Vollmond damit uns macht. Wir sind halt ein bisschen komisch in der Birne. Ja gut, das gibt's ja, haben viele Leute. Ja. Das ist nicht so, dass es ein Einzelfall ist. Nee, das wird irgendwie nicht. Da hätte mich auch gewundert. Ich meine, ich heiße Kevin, das ist ja eigentlich schon ein Einzelfall, aber... Nee. Kevin ist eine Gemeinschaft. Und Kevin ein Problem. Ist eine Lebenseinstellung. Ja, das sowieso, das ist immer noch der beste Spruch. Welche Bewerbungsgespräch sagen? Kevin ist nicht nur einfach ein Name, Kevin ist eine Lebenseinstellung. Na, ich glaube, da steht unser Truck. Dein Ernst? Offener Ural. So ein wie ich gekauft habe. Ich verstaue mal kurz die SK-17 bei uns drin, damit ich ein bisschen was verticken kann. Jojo. Na komm, Trader, hab dich nicht so, du Taliban, so. Ups. Okay, ist nicht unser Truck, ich kann zumindest nicht aufschließen. Aber da kann ich jetzt die Schlüssel wegwerfen, da ja die Sachen weg sind. Finde ich irgendwie schade, vor allem der SUV, der hat mich 100.000 gekostet. Aber ja klar, dass er irgendwann weg ist. 80.000 hat er dich gekostet.
Der Camo? Hat der nicht 100.000 gekostet? Ah, da waren es halt 80.000, ist trotzdem genug Geld. Ja, das ist... Das ist jetzt noch ungefähr, was ich noch auf der Bank gab. Ja, ich mittlerweile wieder 80.000 im Bar und 20.000 auf der Bank. So viel Geld hätte ich auch gerne auf dem Bankkonto. Ich würde mein eigenes Unternehmen gründen. Ein-Mann-Unternehmen. Und das wäre der YouTube-Kanal hier. Einfach nur, weil ich es kann. Mehr wäre das nicht. Ich würde eine richtig schöne Reise machen. Ja, Amerika, Route 66. Jawohl. Mit einem schönen Ford Mustang oder hier, wie heißt der? Den Henna in Navy CS LA fährt. Ach, das gute Ding. Ich weiß, was du meinst, aber ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Es war kein Mustang, aber es war von Ford irgendwas, glaube ich. Ford GT? Jo, Ford GT kann sein. Vorhin wollte ich ja auch ein CSL gucken, aber Burning Series war down. Und bei Movie 4K und Kinox wollte ich nicht mehr gucken. So, ich habe 110.000 Bar. Soll ich einen Wagen kaufen oder hast du schon gemacht? Nee, mach mal bitte. Ich will den Safe kaufen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Da denkt einer wirklich mit. Ja, wenn der letzte mir geklaut wurde und... Warum auch immer habe ich keine Minus-Humanity für den Typen bekommen, das ist mir jetzt gerade erst wieder aufgefallen. Ach, gibt sogar 2,5 für den Orange Sherbet. War die mal kauf SD deine oder kann ich die verkaufen? Nee, das meine, die habe ich da gerade reingelegt. Okay. Dann nehme ich mir meine G17 wieder raus. Und die andere MK17 ist auch meine. Echt gerade reingelegt, weil ich gerade alles ausgetauscht habe. Ja, ich brauche mir deine MK17 nicht nehmen, weil du mir schon eingegeben hast vorher. Ist ja, glaube ich, ein bisschen witzlos. Da hole ich mein Auto. Also sowas wie ein Ural willst du haben. Oder UAZ oder so. Ja, guck mal, ob ein MTVR frei ist. Also was der kostet. Also MTVR wäre mir lieber, weil der schnell auf der Straße ist. Und auf dem Gelände. MTVR kostet nur 40.000 deutsche Mark. Gibt es zwei davon. Einmal MTVR DSEP1 und einmal normal. Ich würde sagen, die ist... Nee, den normalen, nicht den DSL EP1, weil der DSL EP1 ist der Desert. Oh, 6A. Hat ein neues Spielzeug für uns. Passt mal perfekt zu der Trailer Base hier. Wir doch glatt wirklich eine Mission machen. Ach, ich guck, dass bei irgendeinem von dem Händler gleich noch eine vernünftige Sniper kriege. War das Blutpack deins oder kann ich mir das nehmen? Für dich. Kannst du nehmen. Da können wir uns nämlich gegenseitig heilen, falls wir doch mal getroffen werden, weil ich nicht glaube, dass es so sonderlich oft passieren wird. Medical Supplies, Fressen, Munition. Eigentlich alles, was das Herz begehrt. So, du 10 MK17 SD Magazin, ich 9. Das dürfte passen.
Ich glaube, ich kaufe mir auch eine schallgedämpfte Makarov, denn die ist erstens schallgedämpft und zweitens ist sie billiger. Und die Munition liegt da auch verteilt herum wie Kauf mal bitte eine M9SD und dann kannst du meine Makarov SD nehmen. okay. Ich schieße lieber mit der M9SD. Lässt sich einrichten. Der Händler lässt sich nur gerade Zeit. Ach ne, schon fertig. Die kostet 17,5, aber das Geld habe ich noch. Und wie viel kostet eine PDW-SD? Eine PDW-SD, die kostet, wait a moment, die kostet ganze 25.000. Oh. Ganz schön teuer, du. Ich tu dir mal die, ne, ich tu mal G17 Max rein. Die SD-Waffen verschießen auch normale Max, oder müssen die SD-Max verschießen? Ich habe das vergessen, wie rum das war. Nee, nee, die können nur SD verschießen. Aber dafür können die normalen SD und Dings verschießen. Ich habe sie da reingetan und nehme ja schon mal die Makarov SD Max. Sind 22 DMR Max, das sind 2200 Euro, deutsche Nee, nee, Mark. nee, nicht verkaufen, nicht Nein, um verkaufen. Gottes Willen. Das lohnt sich doch nicht. Aber bevor wir eine Mission machen, müssen wir nochmal Baracke looten gehen. Weil ich brauche unbedingt eine Sniper und ich will hier keine Kurven für 65.000. Das ist Blödsinn. Können wir gerne machen. You have not enough room in your inventory. Wenn ich mir Bandagen kaufen will, kommt die doch eigentlich unten hin. Da habe ich doch genug Platz. Ah, jetzt habe ich was gedroppt. Unklug. Na, probier's nochmal. Na, jetzt geht's auf einmal. Ich werd beknackt. Hast du die Makarov reingetan? Hast du die Makarov reingetan? Ach, da ist er. War Wunderbärchen. schon die ganze Zeit Krieger. Was verkauft denn der eigentlich? Soll ich da Schwarzhändler? Naja, der hat nicht so die atemberaubende Munition. Außer MK17 SD Max vielleicht. Weil die findet man ja wie Strand am Meer. Sand am Meer. Wie Strand am Meer. Ja, Strand am Meer findest du auch ziemlich häufig. Ja, also habe ich auch gerade gemerkt, dass ich meine Aussage überdacht habe. Ein Safe hast du schon gekauft, ne? Jep. 30 mehr Blood Pool auch schon? Ansonsten würde ich den schnell kaufen. Nee, ich würde es jetzt noch nicht unbedingt kaufen, weil wir haben noch keine Möglichkeit, die Okay, dann lasse ich ihn erstmal stecken. zu sichern. So, habe ich einen Rangefinder? Das ist ja vielleicht ganz sinnvoll für die Mission. Ja, habe ich. Mit der Mission gestaltet sich eh gerade ein bisschen schlecht. Weil keiner da ist, oder was? Jupp. Ja, da können wir erstmal gucken, dass wir irgendwie in Richtung